Im Rahmen der Feierlichkeiten 30 Jahre Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz e.V. wurde am 8. Juli zum Familienfest auf das Gelände des Kinder- und Jugendhauses Marianne und Gerhard Rohne in Helbra eingeladen. Das Maskottchen des Kinderschutzbundes empfing jeden Besucher und jede Besucherin. Man hatte an diesem Tag jede Menge Spaß und Unterhaltung vorbereitet. Aber zunächst ergriff der Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz e.V., Dirk Wellnitz, das Wort. Und er eröffnete nicht nur die Feier, sondern hatte unter anderem auch eine Überraschung für einen langjährigen Mitstreiter dabei. So, ich möchte euch alle recht herzlich hier zu unserem Familienfest im Kinderhaus Gerhard und Marianne Rohne willkommen heißen. Das Familienfest ist einer der Höhepunkte auf oder zum 30-jährigen Jubiläum des Kinderschutzbundes. Und ich für mich denke, es ist, glaube ich, das wichtigste Ereignis, was wir haben. Denn heute geht es um die, die wir in unserem Namen haben und in unserem Herzen, um unsere Kinder hier. Und deshalb herzlich willkommen hier bei uns zum Familienfest. Nicht nur wir feiern heute unser 30-jähriges Jubiläum. Es gibt natürlich auch noch andere, die auch Geburtstag feiern. Gebt ihr mir mal den Blumenstrauß. Und während Rudi jetzt den Dusch einspielt, bitten wir doch mal unseren Heiko nach vorne hier. Happy Birthday to you. Dankeschön. Ja, lieber Heiko, du bist ja auch schon einige Zeit bei uns, bist immer für uns da, immer wenn wir dich brauchen, auch heute wieder. Deshalb wollen wir natürlich dich an deinem Tag auch ehren und dir ein kleines Blumenschlößchen überreichen. Aber jetzt haben wir erstmal noch was Erfreuliches. Ich bitte den Herrn Schneider vom VW Autohaus Schneider hier nach vorn. Er möchte dem Kinderschutzbund einen Scheck überreichen. Möchten Sie auch ein paar Worte sagen? Nee, ich komme an. Ja, also auf eine große Rede bin ich nicht vorbereitet. Da seid ihr bestimmt nicht traurig drüber. Ich bin schwer beeindruckt, was der Kinderschutzbund hier in den letzten 30 Jahren für die Kinder geleistet hat. Also große Hochachtung, auch wenn man heute wieder schaut hier bei dem Fest, was er auf die Bühne, auf die Beine gestellt hat, ist schon echt toll. Es ist nur eine kleine Kleinigkeit in diesen unsicheren Zeiten, aber auf alle Fälle ein Symbol. Macht weiter so. Ich sage dann mal, das Fest ist eröffnet. Danke. Und so konnte es dann losgehen. Verschiedene Spiel- und Spaßstationen waren rund um das Kinderhaus aufgebaut und die wurden auch rege in Anspruch genommen. So gab es Bogenschießen, die Feuerwehr Helbra präsentierte sich, verschiedene Bastelangebote waren da, die Fotobox lockte mit ihrem Angebot, ebenso wie eine Hüpfburg. Außerdem gab es ein Kinderprogramm mit Martin Rühmann, das fliegende kunterbunte Karussell. Also ein aufregender und bunter Tag anlässlich des Familienfestes des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz.